Irgendwas muss der Händler an dem Wohnmobil gemacht haben. Denn meine Zuschauer kauften nicht diese vergammelte Schimmelkarre, sondern einen betagten, aber wohnlichen Feriencamper. Der Händler muss getrickst haben, um Kasse zu machen. Kaufen für 600, verkaufen für 5.500 Euro. Zurück im Ruhrgebiet. Wir wollen herausfinden, ob der Händler mit System überpreist. Sind andere Camper auf seinem Hof auch zu teuer? Meine Kollegen Uli und Sinem haben eine Probefahrt vereinbart. Mit einem alten Kastenwagen für 25.000 Euro. Im Internet habe ich vergleichbare Fahrzeuge für 4.500 und im guten Zustand für 14.000 gefunden. 25.000 verlangt der Händler für sein Exemplar. Diesmal hat Sinem Unterstützung dabei. Und zwar den Sachverständigen Bernd Bischoff. Der muss nicht lange suchen und entdeckt die ersten Mängel schon auf dem Hof. Ich habe gerade gesehen, von drin kann ich hier hinten durch die Tür durchgucken. Ist da irgendwas verzogen oder fehlt da eine Dichtung oder was? Ich bin sehr, sehr unsicher da. Hier, Türdichtung? Hier unten, durch den Bereich hier unten, da kann ich das Licht sehen. Ich bin sehr, sehr unsicher da. Sehr unsicher. Wie ist die Rostsituation bei dem Fahrzeug? Ist bei älteren Fahrzeugen ja immer so ein bisschen problematisch, ne? Sie meinen rostmäßig? Ja. Rosttechnisch wurde auf jeden Fall genug bearbeitet. Da wurde auf jeden Fall rumgeschnibbelt, Schweißarbeiten durchgeführt und Unterbodenschutz halt auch noch eingespritzt. Mhm. Aber der ist ein TÜV von einem Monat oder vor zwei Monaten. Da wurde der TÜV noch erneuert. Ah. Und die Gasprüfung. Ah ja, okay. Dann ist er wenigstens verkehrssicher. Die Probefahrt kann beginnen. Der Händler will unbedingt dabei sein. So kann er verhindern, dass wir mit dem Kastenwagen in die Werkstatt fahren. Aber Bernd Bischoff versucht immer mehr Infos rauszukitzeln. Wo kommt das Ding denn her? Von älteren Leuten, oder? Da muss ich ehrlich sein, den Vorbesitzer kenne ich nicht. Welchen Motor hat er denn drin? Fünfzylinder oder noch den alten Perkins? 78 PS, das ist dann der kleine Motor. Ich habe unsere Lockvögel gebeten, zu dem Parkplatz zu fahren, auf dem ich bereits warte. Denn auch ich will den Camper aus nächster Nähe sehen. Der Sachverständige Bernd Bischoff inspiziert das Mobil. 25.000 Euro ruft der Händler auf. Da sollte doch eigentlich alles passen, oder? Hier sind auch nachträglich Schrauben drin, weil der ganze Kram hier nicht mehr hält. Wenn du dahinter guckst... Also TÜV hat er gekriegt? Ja. Sorry, war der Prüfer blind? Der ganze Scheinwerfer ist leer lose. Ist der locker? Ja klar, der fällt fast raus. Mhm. Ja, nicht nur hier, dass hier Schräubchen drin sind. Nee, die ganze Halterung hier. Mhm, der ist locker. Das fällt ja fast raus. Ja, und hier vorne ist ein Blech drin, ne? Blechball gespachtelt. Deshalb ist er auch bis hierhin schwarz lackiert. Scheinwerfer hat er vielleicht vergessen. Ja. Ja, so kann man ja nicht rumfahren. Ob der TÜV schludrig war oder den Kastenwagen überhaupt geprüft hat, können wir leider nicht feststellen. Apropos feststellen. Ja, das ist genau das Problem. Dieses Getriebe war schon mal weicher. Ja, da musst du beherzt an den Gängen reißen, dass der Gang reinspringt. Klar ist, an diesem Kastenwagen ist so einiges zu machen. Zurück im Büro des Händlers wird die Reparaturliste immer länger. Was ist denn mit der Standheizung? Wissen wir noch nicht, er ist ohne Funktion. Ja, stellt sich ja die Frage, ist das noch die erste Standheizung, die da drin ist? Wie gesagt, das wissen wir ja selber noch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch zur Werkstatt. Aber Stand jetzt wissen wir das noch nicht. Bei einem Verkauf muss der Händler seine Kunden über jeden Mangel informieren. Sonst fällt ein Schaden auch nach dem Kauf unter die sogenannte Sachmängelhaftung. Der Sachverständige fragt nach, ob die auch wirklich greift. Wie handhaben Sie das mit den Verträgen mit den Endkunden?
Gibt's da irgendeine Garantieversicherung oder wie kann man das regeln? Bei dem Baujahr leider nicht. Also da greift die normale Händlergewährleistung dann, oder wie läuft das? Motor und Getriebe halt. Wenn bei dem Baujahr irgendwas der Fall ist, dann muss man kurz nachrecherchieren und kleine Rücksprache mit meinem Chef halten. Ja, gut. Weil normalerweise machen wir das generell halt immer. Auch bei jedem Fahrzeug. Aber bei den älteren Fahrzeugen gehen wir lieber auf Nummer sicher und verkaufen auch so gerne. So gerne heißt, man verkauft es als Bastlerfahrzeug im Auftrag einer angeblichen Privatperson. So ist der Händler fein raus. Und genau so lief es auch bei meinen Zuschauern. Mich interessiert, ob auch der eben probegefahrene Kastenwagen überteuert ist. 25.000 Euro. Schnäppchen oder Abzocke? Das Ding ist eine Baustelle. Da ist vorne ein Blech eingeschweißt worden, was nicht hundertprozentig passt. Das steht nach unten über. Ein bisschen beigespachtelt und dann in der Höhe komplett schwarz lackiert. Türdichtung fehlt von der Schiebetür. Da kommen die Abgase mit rein. Hinten Hecktür konnte ich von innen durchgucken, weil da auch nur mal eben die Dichtungen fehlen. Hinten die Innenleuchte, nur noch an einer Schraube, die pendelte da so rum. Das heißt, im Prinzip bei Regen verwandelt sich dieses Mobil dann in eine Wellnesslandschaft? Es wird zum Ersten so sein, es wird Wasser reinlaufen, Abgase kommen rein. Oh. So, dann das Auto vielleicht ein, zwei Jahre fahren, dann wird der ganze Spachtel runterfallen, weil das wird vom Rost unterwandert und Wasser sprengt nun mal eben Spachtelmasse ab. Gerade im Winter, dann friert es ein. Boah, was Sie da so erzählen, das macht jetzt nicht gerade Lust auf Urlaub. Machen wir es mal kurz. Dieses Fahrzeug darf man eigentlich gar nicht kaufen, man muss so viel Geld reinstecken und so viele Besonderheiten und so viele Schäden sind da dran, dass du es eigentlich gar nicht mehr fahrtüchtig bekommst in der Stadt. Der Laie wird sich da sehr schwer tun. Ich sag mal, der sich sehr gut damit auskennt, selbst schrauben kann, der kann, ich sag mal, das Ding vielleicht für 15 schießen und sagen, gut, ich bastel mir den zurecht und sehe zu, dass ich da ein Hakenzeichen brauche. 15.000 Euro und ja. Eigenleistung und Material und richtig. Arbeitsstunden. Richtig. Dann sind wir bei dem, was er wert ist. Verkauft wird er dort aber für 25.000 Euro. Machen wir es kurz, das Ding kann man eigentlich gar nicht verkaufen, geschweige denn kaufen. Das kann man durchaus an den Kenner als Bastlerfahrzeug verkaufen, aber dann unter Auflistung sämtlicher Mängel, die dann sind, weil als Gewerblicher muss er Gewährleistung geben. Und für das Fahrzeug kann er keine Gewährleistung geben. Er kann nur einen Bastlervertrag machen und dann muss aber jeder Mangel drinstehen. Nochmal zum Mitschreiben. Ein Auto ist dann ein Bastlerfahrzeug, wenn eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr unmöglich ist. Alle Mängel müssen im Vertrag stehen. Ein Gebrauchtwagen dagegen ist betriebssicher und weist nur kleinere Mängel auf. Und es ist klar, dass er weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen kann. Genau das wurde meinen Zuschauern zum Verhängnis. Mit dem Eintrag Bastlerfahrzeug, wohlgemerkt handschriftlich, umgeht der Händler jede Sachmängelhaftung. Mit der Kaufabwicklung über eine Privatperson stiehlt er sich gänzlich aus jeder Verantwortung. Ein paar Wochen später treffe ich Gertrud Hafemann und Thomas Wachmer im Ruhrgebiet. An ihrem Wohnmobil ist einiges passiert. Es ist endlich fahrtüchtig und die beiden haben noch mal ordentlich investiert. Zeit und Geld. Das sieht auch jetzt ganz schön ordentlich aus. Hat aber eine Stange Geld gekostet, oder? Ja. Was habt ihr investiert insgesamt? Also jetzt mit allen zusammen, was wir bis jetzt investiert haben, sind aber noch nicht fertig. Mit 2.500 haben wir zusätzlich. Zu den 5.500. Insgesamt haben sie 8.000 Euro investiert. Viel mehr, als sie geplant hatten und sich leisten können. Fertig sind sie noch immer nicht. Das ganze Heck muss noch auseinandergenommen werden. Da ist ein Riss unten drin. Die Küche muss abgehangen werden. Dahinter ist da oben rechts ein Loch. Oben links. Immer noch, ja. Immer noch. Ja, das haben wir leider noch nicht geschafft. Und ich hoffe, dass wir bald unseren kleinen, süßen Enkel Lukas endlich besuchen können. Und dass das Geld noch reicht, um den Eis zu kaufen. Ihr habt eine Menge Geld ausgegeben hierfür. Es ist wirklich wahr. Ja? Also das ist ja hier auch nichts, das kommt ja hier nicht aus der Portokasse. Ja, wir müssen auch wirklich, was jetzt Freizeit angeht und so weiter, alles wirklich echt zurückschrauben. Also wirklich. Weil es so teuer ist wirklich war. So. Es ist wirklich, man soll es nicht glauben, aber es ist so. Wir stecken hier wirklich unsere letzten Cents rein. Schon der Kaufpreis war viel zu hoch. Deshalb haben wir uns im Ruhrgebiet verabredet, um zu versuchen, beim Händler wenigstens ein paar Euros zurückzuholen.
Ich habe hier als Beweis dann nochmal die zusätzlichen Quittungen dabei, die mehr kosten. Die sind bewiesen und die gibt es schwarz auf weiß. Wir schleichen uns jetzt wie so ein trojanisches Pferd rauf auf den Wohnmobilplatz. Und worum geht's eigentlich? Was wollen wir denn von ihm? Ihr wollt ja kein neues Wohnmobil haben, aber ein bisschen Geld zurück für die Renovierungskosten, würde ich sagen. Wollen wir uns ein Ziel setzen? Was sagt, was haltet ihr von 2.000 bis 2.500 Euro? Wäre das okay? Gut. Juristisch hat der Händler alle Trümpfe in der Hand. Aber aus Kulanz kann und darf jeder Verkäufer unzufriedenen Kunden helfen. Wenn er denn will. Ich kümmere mich persönlich drum. Herr Özdemir? Serkan. Ja, guten Tag, hallo. Mein Name ist Peter Giesel von Kabel 1. Grüße Sie. Ich würde gerne mit Ihnen über was sprechen, was mir am Herzen liegt. Was haben Sie denn? Ich habe es Ihnen mitgebracht. Wollen wir mal hingehen? Wohin? Zu dem Auto. Wir wollen versuchen, was zu finden mit Ihnen. Wir haben uns Ihren... unterbrechen? Ja, können wir gleich. Machen wir gleich. Verspreche ich Ihnen. Wir wollen ja, dass alle gut verkaufen können in diesen Zeiten. Ja. Ne? Läuft ja gut. Ja. Ne? Bei Ihnen auch. Sie haben einiges auf dem Hof. Verkaufen auch, wie wir gesehen haben im Internet. Wir haben uns auch schon ein, zwei von Ihren Angeboten an. Machen Sie in Ruhe. Wir können auch draußen bleiben mit Abstand, dann geht's auch. Immerhin, der Mann scheint gesprächsbereit zu sein. Das ist schon mal gut für den Anfang. Meine beiden Zuschauer haben ein wirkliches Problem. Die haben 5.500 Euro zusammengespart aus ihrem letzten Geld und haben sich das Schmuckstück da vorne gekauft. Das ist kein Problem. Das Problem, wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können wir das Problem lösen. Das ist kein Problem. Was ist denn Ihr Vorschlag zur Lösung? Sie können zu zweit reinkommen in mein Büro und wir kriegen das Problem gelöst. Ich lasse es hier, pass auf. Wenn es zu einer einvernehmlichen Lösung beiträgt, verzichte ich gerne mal auf Kamera und Mikro. Das Team muss heute eben mal warten. Ich habe die Unterlagen hier, ihr bleibt draußen, alles gut. Ich komme wirklich waffenfrei, alles klar? Nein, das ist kein Problem, also Sie halten sich da raus. Hier? Ja, ja, alles gut. Gehen wir rein. Geht doch, wunderbar. Im Büro geht's dann ordentlich zur Sache. Zuerst beruft sich der Händler auf den Vertrag, ist aber nicht uneinsichtig. Und nach knapp einer Stunde sind wir mit den Verhandlungen endlich durch. Manchmal ist es eine schwierige Geburt, wirklich, muss ich sagen. Da ist jemand nervös geworden, weil er ziemlich genau gemerkt hat, wir haben die, ich sag mal, Sachverständigengutachten vorgelegt, die Rechnungen, die Quittungen. Der weiß ganz genau, was er da getan hat. Er möchte natürlich bei der Sache einigermaßen gut rauskommen. Er hat aber jetzt eine elegante Lösung gefunden. Und das finde ich aller Ehren wert. Ich zähle jetzt mal vor. Nimmst du es mir ab? 100. Komm bitte zusammen in meinem Fernsehen, alle zusammen. 200, 300, 400, 500, 600 Euro. Nicht, dass da irgendwas fehlt. Ihr braucht jeden Cent. Ja. Und nicht nur für die Reparatur. 700, 800, 1000, 200, 1400, 1600, 1800, 2000. Das ist mehr, als wir gehofft hatten. Der Verkauf des Wohnmobils nimmt also noch ein versöhnliches Ende, weil der Händler einsichtig war. Ich hoffe, wir haben damit das Schlimmste erstmal lindern können. Auf jeden Fall sind wir jetzt ein Stück weiter und dafür möchten wir uns auch herzlich bedanken für den Einsatz. Wir dürfen ja wieder, ne? Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank, ehrlich. Enkel von dir. Ja, das machen wir. Und auf jeden Fall ist noch ein Skateboard drin für ihn. Das soll das auch genau so sein, damit bei Ihren Enkeln auch noch ein Skateboard übrigens bleibt, kann ich mir wirklich dringend raten, gerade im unteren Preissegment. Wer ein Wohnmobil kauft, der tut das immer nur mit Sachverstand an seiner Seite.